Flix Train 11, es ist 11:35 Uhr. Wir fahren die Baureihe 193, Vectron 633,2 Tonnen schwer, 12 Wagen, Zugverband 309,1 Meter auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Dieses Szenario stammt aus dem Creators Club von PM #7207. Und ich würde sagen, herzlich willkommen zur Folge 20 Train Sim World 4. Der Danny spielt das. Und damit ein beginnen wir das Ganze. Und dieser Zug fährt laut Plan um 11:40 Uhr ab. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, um den Zug aufzurüsten. So, wir fahren in Deutschland, das ist gut. Können die AFB schon mal AFB, AFB, auf 40 stellen? Das AFB. tun wir. So, dann müssen wir noch kurz in die Einstellung, denn wir müssen den PZB-Modus auf O stellen. So, das haben wir auch erledigt. Dann können wir die Zugbesicherungssysteme anstellen oder einstellen. Die Bremse schon mal etwas lösen hier. So, da würde ich sagen, sind wir soweit. Türen öffnen wäre vielleicht eine Idee, obwohl wir das eigentlich nicht müssen, aber tun wir das mal. Und die Fahrgäste hier noch einsteigen können. Genau. Haben wir soweit erledigt. Da steht unser Zug dran. Über Ahrensburg, Bad Oldesloe und Rheinfeld nach Lübeck Hauptbahnhof um 11:40 Uhr. Ansonsten ist der Bahnhof noch relativ leer. Bis auf eine Hamsterbacke ist hier nicht viel los. Hier im Hamburger Hauptbahnhof. Also relativ leer. Ein bisschen ungewöhnlich für diese Zeit. Hier nichts, wo die Fernzüge und so weiter fahren. Absolut nichts los. Im Übrigen hier stand ich, als ich im Hamburger Hauptbahnhof war. Hier war das. Mit circa. Und hab dafür nie gespottet. Ja. Oder war das? Nee, das war glaube ich hier an dem längsten. Nee, das war hier, definitiv. Ja, dann habe ich es so gespottet. Ja. Die sind von da reingefahren. Genau. Hier stand ich halt zum Spotten. So, wir haben jetzt noch genau 2 Minuten bis Abfahrt. Dann bin ich. Ihr seht's, Ablageplatz für alte Paletten und so weiter. Der Hamburger Hauptbahnhof, ein sehr, sehr schöner Hauptbahnhof, muss man wirklich sagen. Also gefällt mir. Vor allem, wenn man den live sieht, also richtig toll. Da steht Philips. Wunderschön, wunderschön. So, 1 Minute noch. Wir uns ja schon mal so langsam wieder zu unserer Lok begeben.
So. War auch wieder sehr kreativ. Nun, wir haben Ausfahrt, das heißt, wir schließen die Türen. So, sind die geschlossen? Schließen sich, wunderbar. Dann machen wir das hier noch auf dunkel, lösen die Bremse. Und dann haben wir Ausfahrt, wunderbar. Ja, wir sollten die Bremsen komplett lösen, das macht Sinn. So, dann aber, los geht's. Hamster wackelt auch Ausfahrt. So, könntest du frei? Hamster wackelt, muss da warten. So, erster Halt, Ahrensburg. Wunderschön, wunderschön. Sie war. So, nach wie vor, da ist die von etwas aufschalten gleich. Immer in 60. So, kommst du nächste frei. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Gleichzeitig wieder Zugbeeinflussung. Wachsamkeitstaster drücken. So, nach wie vor 40. So, ist die Power auf 60 beschleunigen. BTP sagt auch, dürfen 85 nicht überschreiten, das sollten wir hinkriegen. So. Eiswechsel noch vornehmen und dann beschleunigen wir gleich auf 100. So, das ist jetzt der Fall.
Wunderbar. Dann fahren wir gleich über 20. Unser Kids Train. Das dürfte sich jetzt auch gleich mit jedem gleich jeden Moment umspringen. Zack, haben wir es. Ups, das ist zu viel. Ich habe das jetzt auch noch mal gelesen, dass man diesen Griffknopf bestätigen muss. Oh, da war eine Schranke oben. Habt ihr es gesehen? Das ist aber saugefährlich. Da scheint eine Kirmes oder sowas zu sein, Zirkus oder sowas. Das ist ein Riesenrad. Scheint ein bisschen was los zu sein. Wunderschön, wunderschön. Das ist bei 140. Jetzt aber zu spitzen Signale erst an. Ah, okay. Ein sehr, sehr schönes Szenario, auch wenn wir gerade ein bisschen wenig KI haben. Aber ich glaube, es ist auch schwer, so ein Szenario zu entwickeln bzw. zu bauen. Ich kann mir das eigentlich, ich stelle mir das als relativ schwer vor, dann da auch noch irgendwelche KI-Züge einzubringen. Ich weiß nicht, wie schwer das ist. Vielleicht habt ihr da mehr Ahnung. Also ich bin da leider völlig unwissend. Von daher erlaube ich mir da mal kein Urteil. Aber so vom Zug her, von den Aufgaben her, ein schönes, kurzes, kleines Szenario. Kein Druck. Einfach schön fahren, gemütlich fahren mit dem FlixTrain. Finde ich eine sehr schöne Idee. Vor allem die Vectron dann als Zuglok zu nehmen. Eine sehr schöne Idee. Von daher meinen allerhöchsten Respekt an die Person, die dieses Szenario gebaut hat und in den Creators Club eingebracht hat. Ganz großes Kino. So, noch 8 Kilometer gleich bis zu unserem ersten Halt.
So, 140 scheint im Moment so ein bisschen die Höchstgeschwindigkeit zu sein hier auf dem Teilabschnitt. Vielleicht wird daraus hier noch mehr im Laufe der Fahrt. Wir haben ja noch zwei Zwischenhalte. Neben Ahrensburg kommt dann noch Bad Oldesloe und Rheinfeld, bevor wir dann in Lübeck Endstation haben. Ich denke mal, dass wir uns gleich auch mal so langsam bremsbereit machen müssen. Wenn jetzt keine nennenswerten Geschwindigkeitseinschränkungen mehr kommen, dann sollten wir uns spätestens mit 2 Kilometer Abstand bis zum Haltepunkt bereit machen, würde ich sagen. Halt Ahrensburg auch schon erreicht auf Gleis 4. So, machen wir die Superphase noch mit. Schon mal in die Bremse rein. So, da wären wir dann in Ahrensburg. Sehr, sehr schön. Fahren wir hier mal ein bisschen gemächlicher an den Bahnsteig heran. Damit die dort wartenden Fahrgäste nicht ganz so erschreckt werden und so einen starken Luftdruck mitbekommen. Ich bin mal ein wenig passagierfreundlich hier. So, da wären wir. Erste Haltepunkt erreicht, ohne Probleme. Wunderbar. Wir steigen die Damen und Herren auch schon aus. Ja, das scheint besonders hier aus dem Wagen, den beiden Wagen, ziemlich viel auszusteigen. Wahnsinn. Generell in aus dem Schnitt. Es scheint ein sehr stark frequentierter Haltepunkt zu sein, dass hier so viele aussteigen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt in mehr oder weniger so ein Nebenbahnhof. Also Wahnsinn, was hier aussteigt. Schaut euch das mal an, das ist ja Hammer. Hat ja kein Ende. Gucken wir mal. Wir stehen noch nicht ganz im Bahnhof. Wahnsinn. Könnt ihr mal sehen, wie lang der Zug ist und wie klein der Bahnsteig.
schieben erstmal wieder sämtliche Bremsen hier. So. Dann fahren wir los, würde ich sagen. Nächster Halt, Bad Oldesloe. So, 130, ups, das war ein bisschen zu hoch. 130. So, auch. Ah, da kommt schon die 160. Wunderbar. Ob wir noch 200 fahren dürfen. Die Lok darf 200, die Wagen dürfen 200, weil das sind ja unmarkierte C-Wagen. Von daher wäre 200 jetzt nicht das große Problem. Jetzt weiß ich nicht, ob der Fixed-Train insgesamt 200 fahren darf oder ob das bloß unter RE fällt. Die dürfen ja nur 160. Das weiß ich jetzt leider nicht. Halt ist dann Bad Oldesloe. Oh, 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 gleich 90. Ei, 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 ei. Zwangsbremsung. Ah, hat nicht gereicht. Zwangsbremsung. Ich war noch zu schnell. Das war das Problem. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Das war das Problem. Zugbeeinflussung. Jetzt ist natürlich. Das war das Problem. Ich war einfach noch zu schnell. Die Bremse hat nicht ausgereicht.
hat zu langsam gebremst, das war das Problem. Deswegen haben wir die Zwanze kassiert. Jetzt einfach Kiste. So, dort steht und wartet ein IC. Ich wollte jetzt auch nicht die Notbremsung einschalten, weil dann wären wir wieder komplett stehen geblieben, aber ist egal. Es hat einfach nicht gelangt. Das war das Problem. Schon klar, dass das passiert, aber ich könnte es dann in dem Moment auch nicht mehr ändern. Wenn es mal ein bisschen kann ich ja nicht. Ich finde aber auch, dass die GZB oder beziehungsweise die Zeit, die man hat, um zu der Geschwindigkeit zu gelangen, die da gefordert ist, runterzubremsen, ein bisschen knapp bemessen ist. Aber wenn das dem Vorbild entspricht, will ich nichts sagen, aber es ist ein bisschen knapp bemessen, weil man kann nicht mehr als bremsen, ist meine Meinung. Ich hatte die Bremse eigentlich schon ziemlich hoch eingestellt, aber es hat nicht gereicht, auf unter die 85 zu kommen. Und deswegen hat es uns dann halt erwischt. Aber ja, damit muss man leben. So, noch 7 Kilometer. Hey, ein bisschen weiter von dem Gleisrand entfernt, Bahnsteigkante entfernt, ja? Ist auch gefährlich, was ihr da macht. Kommt ihr da, eine Quitschi? Sehr, sehr nice. Kilometer noch. Ja, dann ist schon in Bad Oldesloe.
Licht in die ganze Sache bringen hier. Gleich schon wieder zur Bremsung ansetzen. Willkommen in Bad Oldesloe. Wunderbar. Wo sind denn jetzt alle Wagen drin? Ja, diesmal passt es. Der Bahnsteig reicht zu geradeaus. Hier ist auch nicht so besonders viel los, eigentlich gar nichts. Zug fährt ein. Bitte achten Sie auf die Markierung am Bahnsteigrand. So, wir lösen die Bremsen. Und dann geht's weiter. Nächste Station, Rheinfeld. 8 Kilometer. Wunderschöne Perspektive, wunderschön.
Rheinfeld ist jetzt nicht so besonders weit weg. Lübeck dürfte dann eigentlich auch nicht mal allzu weit weg sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So ist man, wenn man gut durchkommt, in einer Dreiviertelstunde mit dem Flixtrain von Hamburg in Lübeck. Die drei unterwegs halten. Eigentlich eine relativ gemütliche, zügige Fahrt, finde ich. Natürlich mit dem Fernzug geht sowas schneller, ist klar, der hält nicht überall, ist logisch, aber ich finde das mit dem Flixtrain, den unterwegs halten, jetzt auch nicht so besonders nervig, relativ entspannt, muss man wirklich sagen. Ich denke, als Fahrgast hat man da auch ganz gut, man da ganz gut dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer so eine Fahrt mit dem Flixtrain ist, so eine Verbindung, da bin ich jetzt leider überfragt, aber ich stelle mir das jetzt auch nicht so teuer vor. So, da wären wir schon in Rheinfeld. Schön, also es ist ziemlich viel los hier im Moment. Zeit scheint Rush Hour zu sein, also mit den Fahrgästen her ordentlich was los. Besonders in kleinen Bahnhöfen, also ehrlich, bin gespannt, was gleich in Lübeck los ist. So, der vorletzte Halt. Hätten wir auch erreicht. Wunderschön, wirklich wunderschön. Richtig schöne Markierung. Ahrensburg, Bad Oldesloe, Lübeck. Ja, da fehlt noch der ein oder andere Stopp. Nämlich der jetzige Rheinfeld. Aber sei es drum. So, 12 Kilometer. Und immer wieder alle Bremsen hier lösen muss, das nervt ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Oh ja. Ist wohl halt leider so. Ey, 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 ey.
Hier bleiben. Da fällt er hin. Und weg ist er. Nächste Station, Lübeck. Da werden wir dann wahrscheinlich wieder das ein oder andere QT-pflichtige Signal passieren. Gehe ich mal stark von aus. Sehen die Gleise ein bisschen komisch aus. Oder das täuscht einfach, aber irgendwie weiß ich nicht so komisch. Schaukelt hier auch ganz schön im Teilabschnitt. So, noch 6 Komma. So, ob wir jetzt pünktlich sind oder nicht, ich glaube, das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, weil wir eh keine feste Ankunftszeit haben. Von daher kann man das eh nicht nachvollziehen. Und daher, eine Medaille gibt es auch nicht im Quält, das klappt. Daher alles im grünen Bereich, das Verfahren, dieses Szenario. So, da fängt es nämlich schon an mit der Beschränkung. 90. So, das machen wir nämlich jetzt frühzeitig hier. Das lasse ich mir nicht nochmal gefallen.
So, jetzt werden wir euch mithelfen hier. Ach shit, das wollte ich nicht. Ah, jetzt geht alles. Jetzt ist alle Gewaltfähig hier. Ganz, ganz ruhig. Erstmal auf die geforderte Geschwindigkeit kommen, das haben wir. So, den lösen wir. So, haben wir. So, dann können wir den aus, den an. Und auf die Geschwindigkeit bleiben. So, das haben wir jetzt auch erstmal geschafft. 80 sagen wir. Genau. Bestätigen. Dreh am Rad. So, befreien. Beeinflussung. Bestätigen. So, 80 haben wir jetzt. Bleibt jetzt erstmal bei 80. Egal, was jetzt hier passiert. So. Zwar befreit, aber könnten jetzt auf 90, aber die 10 km auf dem Braten ist glaube ich auch nicht mehr fett. Also ihr seht, ne, so viel, so schnell kann auf einmal Action da sein. Alles auf einmal machen, was hier. Was ein geiles Bild, was ein saugeiles Bild. Entschuldigung, alles ist so. Jetzt gar nicht so schlecht. Da kommt nämlich 80, dann 60. Gehen wir schon mal runter auf 60. Könnte natürlich auch sein, dass wir jetzt auf 40 runter müssen, wegen dem Signal, was uns hier. Ne, 60 sagt der. Zugbeeinflussung. Unter 85, das schaffen wir. Sind wir auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite. Kann jetzt schon mal nichts passieren. Was stehen da so für Züge? Titan Railjet? Tatsache. Tatsache, ja geil. Auch nicht schlecht. Das ist doch mal schön. Will ich mich ja gar nicht. Bin bestätigt. Zugbeeinflussung. Runter 40. Wären wir schon in Lübeck.
Der RE hat Ausfahrt. Zugbeeinflussung. Oh, wir haben gleich stehen, das ist nicht gut. Ein bisschen Fahrt haben wir ja noch. Wunderbar, das haben wir soweit geschafft. Ohne Probleme, alles geklappt. Also außer der Zwangs am Anfang, wo ich nicht schnell genug gebremst habe, hat alles wunderbar geklappt. In Teile und ich denke pünktlich in Lübeck angekommen. Ohne nennenswerte Zwischenfälle, so wie es sein soll, mit unserem Flixtrain. Und finde. Auch wenn ich hier noch nicht war, ein sehr, sehr schöner Bahnhof, vielleicht auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Vielleicht auch nochmal eine Reise wert. Müsste ich mal überlegen. So, wir verriegeln die Türen. Ich denke, dann war's das. Sieht's aus. 52 Minuten haben wir für das ganze Szenario gebraucht. Wenn euch dieses Szenario gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir mal gar nichts. Habt noch eine schöne Restwoche. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bye. Bye.